Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wer möchte schon gern einen Schlaganfall erleiden mit all seinen ernsthaften Folgen? Rund 200.000 Menschen in Deutschland ergeht es so pro Jahr. Heute sprechen wir über eine der Ursachen, nämlich über die Verengung der Halsschlagader, medizinisch Karotisstenose genannt. Bei mir ist Dr. Harald Daum, er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und endovaskulären Chirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sagen Sie uns, was hat die Karotis, die Halsschlagader, mit einem Schlaganfall zu tun? Also die Karotis ist das Gefäß, also die Schlagader, die letztendlich das Gehirn versorgt. Es gibt 4 Halsschlagadern insgesamt, davon ist die Karotis die ins Gehirn hineingeht, diejenige, die eigentlich die Hauptursache für Schlaganfälle darstellt bei entsprechenden Veränderungen. Und wenn die Durchblutung dort nicht funktioniert, dann kann es eben zum Auftreten von Schlaganfällen kommen. Aha, wenn Sie sagen, die Durchblutung funktioniert nicht, heißt das dann, da geht kein Blut mehr durch und ich habe zu wenig Blut im Hirn, ist es das? Das sind 2 Gründe letztendlich. Also meistens ist es so, dass es sich lediglich um Engen handelt, also um Stenosen, wie wir das medizinisch ausdrücken. Das heißt, es geht noch etwas durch, aber unter Umständen nicht genug. Meistens hat das Hirn aber genügend Umgehungskreisläufe, um das zu kompensieren. Und der Hauptgrund für einen Schlaganfall, der durch die Karotis bedingt ist, liegt deswegen nicht darin, dass nicht genügend Blut ins Gehirn geht, sondern muss sich das so vorstellen, dass im Rahmen dieser Enge, die auftritt, sich eine Art Plaque, ein Gewächs, in der inneren Gefäßschicht befindet. Der Stenosegrad nimmt immer weiter zu, dieser Plaque wächst, reißt irgendwann auf und die ehemals glatte Oberfläche der Gefäßinnenwand wird dann ganz rau und bröckelig. Und das ist eigentlich die Hauptgefahr, dass dann sich kleine Partikel lösen, mit dem Blutstrom mitgeschwemmt werden und dann zu Schlaganfällen führen. Also es ist ein Stoff, der aus dem Blut kommt, woher auch immer, besprechen wir gleich. Der lagert sich also an der Gefäßwand ab, aber es ist nicht der Stoff, der nachher mitgerissen wird vom Blutstrom, sondern es ist die Gefäßwand selber, die sich verändert hat. Habe ich Sie so richtig verstanden? Es ist zweierlei. Es ist zum einen so, dass wenn die Gefäßwand aufgerissen ist, wir eine Art bröckliges Material im Inneren der Gefäßwand haben, aus der der Plaque besteht. Mhm. Es kann sein, dass diese kleinen, feinen Partikel, ich sage mal wie Sandkörner gewissermaßen, mit dem Blutstrom mitgeschwemmt werden und kleine Gefäße im Gehirn verlegen. Es kann aber auch sein, dass dadurch, dass wir jetzt eine raue Oberfläche haben, und normalerweise ist die Gefäßwand sehr glatt, an dieser rauen Oberfläche sich Blutgerinnsel bilden können. Und diese Blutgerinnsel dann im Laufe der Zeit mit dem Blutstrom mitgeschwemmt werden und dann eben zu Schlaganfällen im Gehirn führen können. Und wie wahrscheinlich ist es, dass man, wenn man so einen Plaque hat, also so eine Ablagerung, dass daraus wirklich ein Schlaganfall wird? Das hängt vom Stenosegrad ab. Also man weiß an sehr guten Studien und sehr guten Untersuchungen, die über viele, viele Jahre geführt worden sind, dass das Risiko deutlich steigt, je höher der Stenosegrad ist. Mhm. Und so weiß man, dass also ab einem Stenosegrad von etwa 70% nach einer bestimmten Messmethode das Risiko des Schlaganfalls so steigt, dass dann eben man auch aktiv werden sollte und invasive Maßnahmen, also entweder ein Stent oder eine Operation empfehlen sollte, um einem Schlaganfall vorzukommen. Ja, jetzt wäre es natürlich noch viel schöner, wenn man von vornherein verhindern könnte, dass sich so die Halsschlagader zusetzt. Was ist das da, was die Schlagader dick macht, die Wand, die Gefäßwand? Ja. Also sind in der Regel Fetteinlagerungen, mit denen das beginnt, die in der Gefäßinnenwand letztendlich abgelagert werden. Das ist abhängig von dem Fettgehalt im Blut. Das ist aber auch abhängig von weiteren Faktoren, wie zum Beispiel vom hohen Blutdruck oder von Nikotin. Also Rauchen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor zum Beispiel. Und das führt zu Veränderungen in der Gefäßwand. Das macht gewissermaßen das gesamte Gefäßsystem krank. An einigen Stellen mehr, an anderen weniger. Also Sie müssen sich das Gefäßsystem vorstellen wie ein Organ. Und das gesamte Organ ist krank und diese Erkrankung, einmal begonnen, kann auch nicht geheilt werden und führt dazu, dass an verschiedenen Körperstellen, die man vorher nicht genau vorher bestimmen kann, sich Ablagerungen bilden, die weiter wachsen und dann zum Einreißen der Gefäßwand führen mit den eben genannten Folgen, insbesondere im Bereich der Schlagader. Das heißt also, gefährdet ist man, wenn man sehr viel raucht, gefährdet ist man, wenn man wahrscheinlich einen hohen Cholesterinwert hat. Genau. Wenn man, was noch, Bluthochdruck wahrscheinlich? Bluthochdruck spielt eine Rolle. Diabetes? Diabetes spielt eine Rolle.
Patienten mit einer Niereninsuffizienz haben eine höhere Gefahr, also wo die Nieren nicht gut funktionieren. Nun sind das ja Krankheiten, die durchaus, oder auch Angewohnheiten, die durchaus sehr stark verbreitet sind. Heißt das mit anderen Worten, dass jeder, der eins davon aufweist, sich dringend darum kümmern sollte, auch die Halsschlagader ultraschallen zu lassen? Also ich persönlich bin der Auffassung, dass aber im bestimmten Alter, ich würde sagen, das Ganze von etwa 65 Jahren, bei Diabetikern vielleicht etwas früher, ein Ultraschall der Halsschlagader durchaus gerechtfertigt ist, um zu sehen, ob dort Veränderungen da sind, die dann eben auch weiter beobachtet werden können. Man geht davon aus, dass in Deutschland etwa 1 Million Patienten von relevanten Veränderungen der Halsschlagader betroffen sind, also ab einem Stenosegrad von 50%, die dann eben auch zwar noch nicht behandlungspflichtig sind, aber weiter kontrolliert werden sollten, um rechtzeitig reagieren zu können, einem Schlaganfall zuvorzukommen. Stichwort Behandlung. Wie geht die Behandlung los? Das wird wahrscheinlich nicht gleich eine Operation sein. Nein. Also wenn man einen invasiven Eingriff vermeiden kann, sollte man das immer tun. Was man versuchen kann, ist, dass man mit Statinen, also Fettsenkern, arbeitet, dass man zusätzlich sogenannte Thrombozytenaggregationshemmer gibt. Das ist das klassische Aspirin oder Clopidogrel, also Medikamente, die die Wahrscheinlichkeit, dass sich Blutgerinnsel an der Gefäßwand festsetzen, minimieren kann. Das ist die Standardtherapie. Das ist eine Therapie, die eigentlich bei jedem Patienten durchgeführt werden sollte, der keine gravierenden Kontraindikationen gegen diese Medikamente hat und bei dem eine arterielle Verschlusskrankheit nachgewiesen ist. Also das heißt, er muss die Medikamente vertragen? Ja. Und es sollte eine, also Schaufensterkrankheit sollte schon auch sein, Also die Schaufensterkrankheit zum Beispiel ist ja Ausdruck einer Gefäßverkalkung im Bereich der Beine oder der Beckenschlagadern und ist ein Ausdruck dessen, dass das Gefäßsystem krank ist. Und jemand, der eine Schaufensterkrankheit hat, hat damit auch ein deutlich erhöhtes Risiko, Veränderungen im Bereich der Halsschlagadern oder auch Veränderungen im Bereich der Herz-Kranzgefäße zu haben. Das Hinterhältige in Anführungsstrichen ist daran nur, dass jemand, der eine Schaufensterkrankheit hat, es merkt. Also der bleibt ja stehen, weil er Schmerzen hat. Und das weist eben auf Veränderungen im Bereich der Beine oder der Beckenschlagadern hin. Aber Veränderungen im Bereich der Halsschlagadern machen keine Schmerzen. Die bleiben unbemerkt, bis dann möglicherweise Zeichen eines Schlaganfalls auftreten. Keine Schmerzen oder auch überhaupt keine Symptome? Auch in der Regel keine Symptome, bis dann Durchblutungsstörungen auftreten. Das kann in seltenen Fällen auch mal mit Schwindel einhergehen, aber meistens ist es dann so, dass dann kleine Schlaganfälle, auch vorübergehende Schlaganfälle auftreten, also zum Beispiel für wenige Minuten Bewegungsstörungen der Hand auftreten können oder Sehstörungen auftreten können, als Vorzeichen eines dann möglicherweise im weiteren Verlauf drohenden, gravierenden Schlaganfalls. Wenn Sie jetzt also behandeln mit den Medikamenten, wann greifen Sie denn zu größeren Geschützen? Das ist eigentlich sehr gut untersucht, dass ab Stenosegraden um 70%, auch nach den Leitlinien festgeschrieben, man diskutieren sollte, aktiv zu werden. Das ist natürlich auch immer vom individuellen Risiko des Patienten abhängig. Das heißt also, kann ich dem Patienten eine Operation oder einen Stent zumuten? Es ist mittlerweile auch relativ gut untersucht, welches dieser Verfahren in welcher Situation und für welche Patienten die bessere Methode ist. Und das muss dann individuell mit dem Patienten besprochen werden. Und wir halten es in unserer Klinik zum Beispiel für sehr wichtig, dass es keine Einzelentscheidungen sind, sondern wir entscheiden das immer im Team. Das heißt interdisziplinär, wo nicht nur der Gefäßchirurg, sondern auch die anderen Gefäßmediziner unserer Klinik, wie interventionelle Radiologen, Neurologen aber auch oder auch die Angiologen mit beteiligt sind. Und welche Möglichkeiten haben Sie? Es gibt prinzipiell die Möglichkeit, eine solche Enge mit einem Stent zu versorgen. Das heißt also, würde eine Gefäßstütze über die Leiste eingeführt werden, über die Leistenschlagader, also vergleichbar, wie man eben auch Herz-Kranz-Gefäße behandeln kann. Favorisiert wird aber mittlerweile generell die Operation, die letztendlich doch mit einem besseren Outcome und geringen Schlaganfallrisiken verbunden ist. Und das muss man auch immer ein bisschen abhängig machen von der Expertise jeder Klinik. Das heißt also, je häufiger man das macht, je häufiger auch man eine bestimmte Methode anwendet, desto besser ist letztlich das Gesamtergebnis. Und da ist es sicherlich von Vorteil, wenn das Ganze in einer Klinik stattfindet, die eben beide Verfahren gleichwertig anbieten kann. Dann bleiben wir trotzdem nochmal bei der Operation. Ja. Wie funktioniert die? Bei der Operation würde entweder in einer Vollnarkose oder in einer örtlichen Betäubung die Halsschlagader eröffnet, damit man den Kalk, der in der Gefäßwand ist, ausschälen kann. Wir nennen das Ausschälplastik. Uns ist es ganz wichtig, dass wir bei dieser Operation einen sogenannten Shunt anlegen, das heißt also vorübergehend während der Operationszeit einen kleinen Plastikschlauch in das Gefäß legen, damit das Gehirn dauerhaft gut durchblutet bleibt. Dieser Schlauch wird am Ende der Operation wieder entfernt.
Und wir versorgen das auch immer mit einem sogenannten Patch. Das bedeutet ein Flicken, eine Flickenplastik, um das Gefäß an der Stelle zu erweitern. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt eine Gefäßwand aufgeschnitten haben und Sie nähen die wieder zu, dann verbrauchen Sie ja auf jeder Seite der Gefäßwand ein Stück und engen das Gefäß zwangsläufig wieder ein. Die Theorie dahinter ist, die Gefäßwand bleibt weit offen und es wird vorne ein Flicken aufgenäht, um das Gefäß an der Stelle selber zu erweitern. Gibt es da dann unterschiedliche Techniken, also sowohl mit Blick auf die Umgehung, also auf den Shunt und auch mit Blick auf den Patch? Also macht man das unterschiedlich? Also was den Shunt anbelangt, so muss man sagen, das ist nicht in allen Kliniken so, dass immer und regulär ein Shunt eingelegt wird. Es gibt auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Neuromonitoring durchzuführen, das heißt also Hirnströme zum Beispiel abzuleiten und dann nur einen Shunt einzulegen, wenn die Hirnströme eine kritische Schwelle unterschreiten und es zeigt, das Gehirn ist nicht gut durchblutet. Oder aber die Patientin in einer örtlichen Betäubung zu operieren. Die kriegen dann so eine Plastikente in die Hand, die sie dauerhaft drücken. Und wenn die dann nicht mehr in der Lage sind, die Ente zu drücken, weil das Gehirn halt Ausfälle zeigt, dann würde halt rasch so ein Shunt eingelegt werden. Das passiert dann aber meistens in Hektik. Und deswegen ist unsere Philosophie, dass wir diesen Shunt von vornherein einlegen. Das ist für den Operateur nicht ganz so komfortabel, bietet dem Patienten aber aus unserer Sicht die höchstmögliche Sicherheit. Ja, ist das, hat das Nachteile für den Patienten? Also, dass er vorübergehend so einen Shunt hatte? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Das ist, wird in Ruhe eingelegt und wenn das dann routinemäßig gemacht wird, hat es überhaupt keine Nachteile. Mhm. Diese Operation ist ja dann also eine offene Operation. Mhm. Heißt das dann, dass man hier dann nachher so eine Narbe hat? Also man hat einen Schnitt von einer Länge von vielleicht 6-7 Zentimetern. Der liegt aber, wie Sie eben gerade schon sehr schön gezeigt haben, in der Vorderseite des Halswendemuskels. Mhm. Und in aller Regel ist es so, dass am Anfang diese Narbe noch etwas wulzig zu sehen ist, aber in dieser Region sehr gut abheilt, sodass in aller Regel nach einem Vierteljahr von einer solchen Narbe fast gar nichts mehr zu sehen ist. Wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man denken, Mensch, dann, wenn man da so eine Verdickung hat, dann lass es doch operieren und gut ist. So, und dann hat man vorgesorgt und kann danach so weiterleben wie vorher. Ist der Glaube so richtig? Also man hört ja auch umgekehrt, es wird eigentlich viel zu häufig daran operiert, das muss man gar nicht. Wo stehen wir da wirklich? Also jede Operation, die man vermeiden kann, sollte man vermeiden. Und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn zu sagen, ab einem geringen Stenosegrad operiert man, damit das schon mal weg ist und man es auf dem Kopf hat, denn es kann an der Stelle wieder was entstehen. Es gibt also auch Rezidive. Das ist das eine, was man berücksichtigen muss. Das zweite ist, dass durch die Operation selber, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man besprechen muss, auch ein Schlaganfall ausgelöst werden kann. Ja. Und man weiß anhand dieser Studien, dass ab einem Engegrad von 70% und größer die Wahrscheinlichkeit, im Spontanverlauf einen Schlaganfall zu bekommen, größer ist als im Zusammenhang mit einer Operation. Und das ist der Grund, warum man diesen Stenosegrad wirklich abwarten sollte und nicht frühzeitig operiert. Das zweite ist, dass es eine individuelle Entscheidung sein muss. Das heißt, man muss sich sehr gut überlegen, das mit den Patienten und den Angehörigen gut besprechen, was dort zu tun ist. Und wir bieten diesen Patienten auch grundsätzlich immer eine zweite Meinung an. Das halte ich für sehr wichtig, dass der Patient eben sich auch andernorts gegebenenfalls nochmal erkundigen kann, um eben sicher zu sein, dass er unter optimalen Voraussetzungen gegebenenfalls in eine Operation geht. Okay, das heißt also mit anderen Worten, es hat schon etwas zu tun mit dem Grad der Verengung. Es hat nicht unbedingt etwas, also ob man operiert werden sollte oder nicht. Es hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob man was merkt, denn man merkt nichts. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also bis zu der 70% Verengung ist die Gefahr größer, durch die OP ein Problem zu bekommen, also sprich ein Schlaganfall, denn das ist es ja, genau. Als ohne OP und danach kehrt sich das um. Genau. Was machen Sie mit denen, die genau bei 70% sind? Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist etwas, was dann letztendlich im Team interdisziplinär auch entschieden und dann auch empfohlen wird. Wir binden da gerne auch unsere Neurologen immer mit ein. Und es ist auch ganz wichtig, den Patienten dort gut mit einzubinden. Also es macht ja für die Patienten einen großen Unterschied auch in der Lebensqualität, ob sie jetzt sagen, ich habe jetzt Sorge, einen Schlaganfall zu kriegen und traue mich eigentlich gar nicht mehr zum Haus, weil ich weiß, dass ich dort eine Enge habe. Ja. Das wäre dann eher ein Trend zu sagen, das versorgt man. Es gibt auch Leute, die durchaus sagen, ich sehe das sehr fatalistisch und warte das ab.
Ein weiteres Kriterium kann sein, ob eine solche Enge sich in einem relativ kurzen Zeitraum weiterentwickelt. Mhm. Also bei 70% ist auch aus meiner Sicht durchaus vertretbar zu sagen, das kontrollieren wir jetzt nochmal. Wir haben keinen Ausgangswert. Wir haben jetzt im Rahmen eines Screenings zum Beispiel diese Stenose festgestellt, die liegt bei 70%. Jetzt kontrollieren wir im Vierteljahr nochmal und schauen mal, ist da Bewegung drin, wird das mehr? Mhm. Auch das wäre ein Argument, der dann für ein invasives Vorgehen sprechen würde. Also sich engmaschig untersuchen lassen, genau, ist dann das Thema. Ja. Vielen Dank für das interessante Sehr Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.